Nächster Redner, Josef Czap. Ich muss feststellen, den Nico Alm, den ich an sich sehr schätze, haben ein bisschen die Ereignisse überrollt in den letzten Wochen. Ich glaube, dass allein der Hinweis, hier wäre parteipolitisch gebackelt worden im ORF, aufgehoben wurde durch den Konsens, den man bei der Bestellung der Direktoren gefunden hat, an dem alle, der freiheitliche Stiftungsrat Steger, der grüne Stiftungsrat Embacher, der Neos-Stiftungsrat Haselsteiner, zwei von der ÖVP aus Vorarlberg Tirol, zwei Enthaltungen von der ÖVP, nur die Gruppe Zach war da etwas anderer Meinung und natürlich die sozialdemokratisch fühlenden Stiftungsräte und alle anderen. Und jetzt sage ich Ihnen, es ist eigentlich in unserem Interesse, wenn wir da schon zustimmen und wenn selbst eine Zeitung wie die Presse eindeutig feststellt, zum Beispiel beim kaufmännischen Direktor, der seit Jahrzehnten in dem Unternehmen wirkt, also eine Entscheidung nach Qualifikation. Sagt er, gilt als Experte, der die ORF-Finanz im kleinen Finger hat, Andreas Nadler, und als politisch unabhängig. Monika Eigensberger, als politisch nicht deklariert, wird also den Radiobereich und FM4 haben. Es wird Katrin Zechner, Sie können doch nicht sagen, dass die irgendwo politisch zuordnerbar ist, also ist sie hier als eine Fachkraft, naja, also bei einer Schlagernverbindung ist sie nicht. Da gebe ich Ihnen recht, ja, das ist richtig. Ja, aber ansonsten, glaube ich, ist sie auch hier nicht zuordnerbar. Und es hat hier eine breite Mehrheit dazu gegeben. Und ich finde das auch gut so. Damit hat hier, jetzt müssen Sie es dem Vorarlberger und dem Tiroler Stiftungsrat sagen, das Wort lächerlich, weil der hat nämlich auch zugestimmt von der ÖVP. Also um was geht es hier? Es geht hier darum, dass wir uns einmal bewusst sind, wo die Herausforderungen der Zeit sind. Und die Herausforderungen der Zeit sind, dass wir daran interessiert sein müssen, dass der ORF hier ein starker öffentlich-rechtlicher im Rahmen einer Konzeption von Medienpolitik ist, mit Pressefördern, wo wir Vielfalt garantieren und wo nicht am Schluss, so wie es aus der Medienenquete von einem Redner dort teilweise herauszuhören war, nur mehr RTL und sonst gar nichts gibt. Da kommen Sie dann gar nicht mehr vor, die Locher. Nicht einmal das Lachen kommt von Ihnen dort mehr vor. Ja? Und da möchte ich nur sagen, das kann doch nicht im Interesse sein. Es geht doch um die, wenn man es sich anschaut, die Kanäle, dann weiß man es. Ja? Dort lachen ganz andere Leute. Und dort muss ich nur sagen, wenn man sich das ansieht, dann bin ich dafür, dass wir sowas wie eine österreichische Kulturidentität zu wahren haben. Dass wir dafür sorgen, dass in einer Zeit, in der multinationale Konzerne, Medienkonzerne immer mehr Macht in ihren Händen, und jetzt sollte man wieder gemeinsam marschieren können, immer mehr Macht in ihren Händen konzentrieren, dass die versuchen wollen, auch in Österreich zu einer Monopolsituation zu kommen. Sie schöpfen aus den Werbefenstern über 500 Millionen Euro ab. So viel hat der ORF nie und nimmer. Der hat eine Kombination aus Gebühren und eine Kombination aus Werbeeinnahmen. Und das ist auch gut so. Und er hat auch eine hohe Publikumsakzeptanz, wie wir vorhin wiederum aus den Einschaltziffern und Quoten heraushören und herauslesen können. Und die Gebühren sind übrigens niedriger als in Deutschland. Ja, was ihm bleibt, was dem ORF bleibt, oder Abzug von allem, das wir kennen, sind knapp über 16 Euro im Monat, bleiben ihm. Und das muss ich einmal eindeutig hier einmal feststellen, das können wir alles ändern, wir können das alles in Frage stellen, aber Faktum ist, dass das in der Kombination Publikumsakzeptanz und österreichischer Kernidentität wir uns da nicht zu einem deutschen kulturimperialistischen Ableger machen lassen wollen. Oder darüber hinausgehend noch von anderen multinationalen Konzernen. Da diskutieren wir nämlich alle über Google, über Facebook, da diskutieren wir über den ganzen Komplex RTL und so weiter. Und ich sage Ihnen, Sie brauchen auch natürlich einen Unterhaltungsaspekt dabei und Sie brauchen den Sportaspekt dabei. Und das muss ich nur sagen, das ist etwas, das auch das Publikum will. Und ein Konzept, das zur Zerschlagung des ORF führt, wo dort fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich tagtäglich bemühen und wo das ein Schlag ins Gesicht des Publikums wäre, kann nicht etwas sein, was hier gewollt sein soll. Und deswegen meine ich,
sollte man das zur Kenntnis nehmen. Man sollte auch zur Kenntnis nehmen, dass die Schüsselreform 2001 eine gute Reform war, dass die 35er-Zahl im Stiftungsrat repräsentativ ist, dass hier mehr Kompetenzen für die Generaldirektion drinnen sind. Das war wohl überlegt. Und das muss ich sagen, das war jedenfalls auch ein Beitrag, der dazu geführt hat, dass der ORF handlungsfähiger ist und dass auf diese Art und Weise eine Struktur ist, die auch konkurrenzfähiger ist und im internationalen Vergleich mit den anderen Öffentlich-Rechtlichen sehr wohl und sehr gut bestehen kann. Sie sollten eigentlich versuchen, nicht parteipolitisch motiviert zu grinsen, sondern Sie sollten versuchen, hier mitzuwirken an der Festigung eines Stückes österreichischer Kulturidentität. Der ORF ist wichtiger Teil der österreichischen Kulturidentität und die müsse gewahrt bleiben. Eine Zerschlagung des ORF ist gleichbedeutend mit einem Schlag ins Gesicht des Publikums, sagte Josef Czap.